Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Beziehungsweise, ich werde mal gucken, wie es ankommt. Denn es nennt sich Bully die Ehrensonde. Und es ist so eine Art GTA-Spiel, nur irgendwie als Jugendlicher. Und ich finde es ziemlich interessant. Und ich habe schon vor längerer Zeit mal gespielt, allerdings nie zu Ende gespielt, weil das nicht so wirklich ein Spiel ist, was man in ein paar Tagen durch hat. Sondern es dauert halt eine Weile, genauso wie GTA. Und es ist halt, wie gesagt, GTA in der Pubertät, quasi, schätze ich mal. Und, ja, wie gesagt, ich kam nie dazu, es zu Ende zu spielen, aber ich will mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und, ihr könnt mir durch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel hält, denn ich finde es persönlich ziemlich cool und auch ziemlich humorvoll, finde ich es. Und, ja, viel Spaß damit. Aber übrigens, bevor jetzt einige wieder in die Kommentare schreiben, was mit, The Walking Dead los ist, keine Sorge, The Walking Dead wird noch kommen, allerdings brauche ich ein bisschen Abwechslung. Ich will auch mal andere Spiele spielen und nicht immer dasselbe. Aber ich denke, das können viele Leute verstehen. Und The Walking Dead, also ich habe schon aufgenommen alles und es wird dann in ein paar Tagen wieder kommen. Aber erstmal will ich mal was anderes probieren. Okay, viel Spaß. Ich mag die Musik am Anfang, die ist so richtig geil. Rockstar Games Presents. Jimmy? Please say something. Bully, die Ehrensonde. What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Ich finde, das ist so das typische Klischee irgendwie, dass der Stiefsohn den Stiefvater nicht mag. Ich weiß nicht, das ist extrem oft der Fall so. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you ihn beleidigt. Viele Stiefväter denken einfach, die können machen, was sie wollen. Das ist Tatsache. You've upset your mother. You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Diese Erziehung war erfolgreich. Ich finde die Musik so cool irgendwie, die ist so passend irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das bei einer anderen Musik auch gesagt hätte, aber ich denke nicht. Also, die ist echt cool. Here we are, boy. Here we are, boy. Bullworth Academy. So heißt die Schule, in die wir gehen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil... Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Diese gefakte Lache. Bullworth, ich meine, Bullying heißt ja sowas wie Mobben. Und dann noch eine Schule benennen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Led, willkommen in Bullworth. Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar irgendwie. Wie kann man so eine Schule benennen? Ich vermute mal, wir werden es erfahren. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? Oh nein, sie wird ihn heiraten. I can't believe this. Oder hat ihn schon geheiratet? You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. We've been expecting. Welcome to Bullworth Academy. Bullworth Academy. I'm sure you're very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy. In the main building? Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Jetzt ist sie aber gekommen. Dieses Schlampe, Alter, sie will wahrscheinlich nur seinen Penis haben. Das ist ganz genau das, was sie will. Und hier sind wir in Bullworth Academy. Guten Tag. Ich glaube, ich sollte mir neue Freunde... Wollt ihr meine Freunde sein? Okay, ich hatte mal nicht. Jeder, der nicht mein Freund sein will, der wird verprügelt. Keine Ausnahmen. Jeder Einzelne. Ich find's cool, wie man jeden hier verflügeln kann, einfach so. Also ich spiele das Spiel jetzt nicht blind. Deswegen weiß ich schon die Steuerung und alles. Und warte, Eierzett. Der Eierzett, das ist mein Lieblingszett übrigens. Es gibt wahrscheinlich nur einen, deswegen. Okay, diese roten Dinger, die ihr auf der Karte seht, die... Oh, hi. Alles klar? Er hat noch nie seinen Hosenstall angemacht. Zugemacht. Oh, hi. Hast du etwa über das Gemisch gelacht, oder was? Nee, ich will sein Freund sein. Oh, 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 wow, wow. Bevor er noch sauer wird, ich laufe lieber weg.
Also die roten Punkte auf der Map, die, genau, ihr seht schon, was mit denen passiert, die von denen erwischt werden, also mit denen wollen wir uns nicht anlegen. rein geht's. Das ist meine Schule, meine Ghetto-Schule. Alles klar, Junge? Alles klar. Oh, hey, what the fuck? Hey, alter Schwede, beruhig dich mal, ich will keinen Stress, Mensch. das X auf der Karte, das ist immer das Ziel, wo wir hingehen. Ich glaube, ich mache mir ein paar Freunde. Oh, ich kann flirten. Komm, ich kann flirten. 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 Das nenne ich mal flirten. Oh, oh, ho, ho, ho. Mm, sexy lady. Die sexyste auf der Schule wahrscheinlich. Hello there, ma'am. Alle laufen da hinterher wahrscheinlich. Ah, yes. So, you must be Hopkins. Das ist übrigens der Rektor. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Hey. Why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Ah, da ist sie. And I got your tea. And I got you your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. The Take fuck? Take my new friend Hopkins here and head show him master. Around the school. And get him properly attired. Certainly, Headmaster. Certainly. Come along, boy. Come along, boy. I haven't got all day. I'm hearing all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Aber meine Nase ist doch sauber. Mann, was haben wir alle mit meiner Nase? So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Kapitel 1, neue Freunde und Feinde. Gott, ist das eine Bitch. Ich würde die gerne mal... Einmal! Sorry, das muss sein. Oh oh. Ich glaube, jetzt werde ich verfolgt gleich. Okay, wir müssen zum nächsten X. Alles klar? Was hast du über mich gelacht, oder was? Gleich eine Schelle ins Gesicht. Also, ich persönlich mag das Spiel. Und es ist... Die Steuerung ist ziemlich simpel. Und ihr seht schon. Ich kann euch ja mal die Karte zeigen. Und zwar, das ist der Ort, an dem man sich bewegen kann. Und im Moment können wir erstmal nur in der Schule bleiben hier. Und, ja, also es ist ziemlich groß und es ist nicht so groß wie die Map von GTA und ich zocke im Moment gerade Far Cry 3 so privat und ich finde sowas cool, so mit offenen Maps und sowas, wo man langlaufen kann, wo man will und man kann die Story lang gestalten, man kann sie aber auch kurz gestalten und Mann, ist das ein Streber. Ist das die Pause gerade? Ja, ne? Girlstorm, aber wir müssen zum Boystorm. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin, also das wird auf jeden Fall eine Pflicht sein. Okay, los geht's. Hi! Die wollen mich verprügeln, aber ich glaube nicht, dass es so gut klappen wird. Ich sehe aus wie ein übelster Schläger mit einer Glatze. Ich sehe aus wie ein Nazi, um ehrlich zu sein. Hey, wieso? Ah, jetzt geht's. Boom, boom, boom. Schelle links, Schelle rechts, Amtsgefecht. Schelle. Oh, what the fuck? Hey, wer hat's ab? Klitschko oder was? Packen. X, X, X. Werfen. Ja. Oh, Bodenkeks. Ich nenne sie die Eierkeks. Erledige den Bulli. Nichts leichter als das. Ich finde es irgendwie witzig, wie seine Freunde zuschauen. Wenigstens ist es kein 4 gegen 10. Nee. Keine Ahnung. Es sind keine 10 Leute hier, egal. Ja, lauf lieber um dein Leben, Bitch. You're dead, new kid. Er ist der Beste. That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Ich will keine Uniform anziehen. Ich mag keine Schuluniform, da muss man jeden Tag dasselbe tragen. Oh, come on.
Hatte die Schuluniformen sind irgendwie so alt. Ich glaube, das gibt's in Frankreich. Aber nie, ich habe das noch nie in Deutschland gesehen. Vielleicht damals in Hitlerzeit oder sowas. Kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Give me a break, relax, loser. Friend, you're all pent up. Go easy or they put you on medication. Ich mag den irgendwie nicht. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country and I'm offering to be your friend. Trust me. In a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Mann, ich will aber nicht sein Freund sein. Mann, ging das schnell. Links neben der Lade befindet sich eine Gesundheitsleiste. Hey, ich bin der Neue, also bitte ein bisschen höflicher. Hi. Mein Arm. Was machst du da? Näher dich nicht im Tränkautomaten, kauf ein Getränk. Nichts leichter als das. Sorry. Ich muss. Nein, bitte nicht. Nein, ich muss mich umziehen. Ich habe keine Zeit. Oh mein Gott, ich hoffe, er wird mich dann auch nicht nochmal verfolgen. Hier können wir unsere Kleidung ändern. Bis jetzt können wir nur eine Schuluniform tragen, die eigentlich ziemlich cool aussieht. Also ich habe noch nie so eine Schuluniform gesehen. Oder er trägt sie einfach falsch, kann auch sein. Oder eine Pyjama, die beste ist. So sehe ich eigentlich immer am Tag aus, wenn ich in die Stadt gehe. Ohne Schuhe. Ich habe nämlich keine Schuhe zu Hause. Wir müssen die Schuluniform nehmen, anders können wir gar nicht raus. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. Pete Kowalski. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life. My parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Hey, PD, that is so gemein zu ihm. Haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Look at leave you. Leave me alone, Gary. Leave me alone, I'm really Gary. Self-important now that I find nachmacht, what the fuck? What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Die sind so merkwürdig, diese Menschen hier. Pete. Jimmy can't stand you already. Da würde ich ganz genau reinpassen. Ich würde mal für einen Tag gerne auf diese Schule gehen. Können wir hier zusammenschlagen und zusammengeschlagen werden. Und hier können wir speichern. Ja, gerne speichern. Vielen Dank. Also was hält ihr von dem Spiel bis jetzt? Ich bin mir sicher, viele kennen das Spiel noch gar nicht. Ich glaube, es waren so die PS2-Zeiten, 2005er-Zeiten oder sowas. Bin mir nicht genau sicher. Also es ist... Ich habe das in der Zeit gar nicht gespielt. In der Zeit habe ich, glaube ich, Pokémon gespielt. Hey. Also, nicht vergessen, nach dem Start deiner Aufgabe kannst du nicht ins Speicherbuch zugreifen. Okay. Also wenn ich immer ein Part beenden, wenn wir speichern können und nicht vorher. Oh, sogar ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Ich flirte mal mit ihr. Hey. Wow, das... Hey, ich habe deine Freundin nicht angemacht. Es ist nicht so, wie es aussieht, nur schlimmer. Hat mein Kumpel aus meiner Klasse gesagt. Aber das ist eine andere Story. Die erzähle ich irgendwann mal. Das ist deine Schule, das weiß ich. Hey, er muss immer jemanden mobben. Hey, what the fuck? Die Flasche hat Geräusche gemacht, hör auf damit. Ich folge ihm mal. Russell. Hey, ich glaube, er ist Russe. Ich mag Russen. Nein, bitte nicht Russell. Hey. Beginnt dir jemand aggressiv, kannst du versuchen, dich zu entschuldigen. Halte LT gedrückt und drücke A, um dich zu entschuldigen. Bitte lass mich in Ruhe, bitte. 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 Die meisten Bullies wollen etwas von dir, damit sie die... Ey. Halte LT gedrückt und drücke A, um ihn... Ich will ihn aber nicht bezahlen. Kann ich... Na, ich muss ihn bezahlen. Hier, nimm all meine ganze Kohle. Die ich eigentlich von meinem Snick... nein. Du kannst dich auch bei erwachsenen Präferenten und anderen Schülern entschuldigen. Präfekten. Ich glaube, was habe ich gesagt? Präferenten? Alles klar. Okay, er wird seine Staffel noch bekommen. Schloss knacken. Das ist, finde ich, cool, dass man die Schlüssel sogar knacken kann. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was genau da drin war. Ich glaube, Kleidungsstücke oder sowas.
Also ein bisschen länger, so. Vor allem, wenn das so einfach im Real Life gehen würde. Was ist da drin? Bullworth Care. Ah, ich glaube Kleidung, okay. Die Ärgeranzeige rechts neben deinem Radar fühlt sich auf, wenn du Verbrechen begehst. Okay, die erscheinen als rote Punkte, das habe ich euch ja schon erzählt. Okay, der hat das wahrscheinlich jetzt gesehen, der alte Sack. Vor dem muss man sich echt in Acht nehmen, weil die sind ziemlich gefährlich. Und das Gute ist einfach, wenn sie einen verfolgen, dann können wir uns einfach irgendwo verstecken. Also, oh nein, das wollte ich gar nicht. Bitte nicht. Nein, ich will gar nicht stressen. Nein, bitte. Nein, ich will einfach nur. Keiner sieht mich. Wo bin ich? Ich bin abgehauen, keiner sieht mich mehr. Ich kann es nicht glauben, dass sie mich einfach nicht. Erforsche mit Gary das Hauptgebäude. Sind wir nicht im Hauptgebäude? Naja, alles klar, ich habe nichts gemacht. Okay. Ich bin ja schon auf dem Weg. Also könnt ihr mir ruhig sagen, was ihr von dem Spiel bist. Ey, oh, die ist sexy. Die andere Dicke war sexier. Okay, er ist da lang gelaufen. Bin doch schon auf dem Weg. Oh man, there's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Oh my god, oh my god, go! See what she wants. Ach, ich will nicht mit dir reden. Bring Eunice ihre Schokolade zurück. Okay. Hey, ich muss ihre Schokolade zurückbringen. Oh nein. Die arme Eunice. Mission 1. Bring Eunice Schokolade zurück. Bist du da? Okay, wollen wir es nett angehen oder wollen wir es böse angehen? Das kann man hier entscheiden. Und ganz ehrlich, niemand steht Eunice Schokolade, deswegen werde ich ihn demütigen. Nimm meine Spucke, du Bastard. Bring die Schokolade zu Eunice. Eunice, ich bin schon auf dem Weg, Schatz. Hast du dein Ziel vergessen? Drücke. Okay. Ich spiele das mit dem Xbox-Controller auf dem PC. Weil ich keine PS2 mehr habe. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich auf der PS2 erhältlich war. Aber zu der Zeit habe ich definitiv noch Pokémon gespielt. Hier hast du deine. Und jetzt. Nein! What the fuck? Das werde ich niemals mehr vergessen. Ja, ich hab's wirklich getan. Es ist nicht so, wie es aussieht. Geh in die Cafeteria. Nichts leichteres. Das haben nicht gibt's was zu essen, weil ich hab übelst Hunger. Bäm, bäm. Cafeteria. Okay, lass reingehen. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Of course they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. The library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, stinking for gold. Inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. Finde in der Mitte sieht ultra gay aus irgendwie mit dem Gürtel. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. Sexy outing. And last but not least, the jocks. These da würde ich hingehören. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid. Wo würdet ihr hingehören? Ich glaube, ich würde zu denen gehören. Come on, let's go. Oder zu den Nerds. Nee, nicht zu denen. Okay, hier kann man noch Unterricht, also wirklich zur Schule gehen natürlich, ist ja auch irgendwie logisch. Und es gibt immer eine bestimmte Uhrzeit, geht man, kann man zur Schule gehen. Das Glockensymbol auf dem Blatt. Ah, verdammt. Die Vormittagsunterricht dauert 9 Uhr bis 11.30 Uhr, also nur 2,5 Stunden. Mit der Uhr auf der linken oberen Bildschirmecke kannst du die Zeit im Auge behalten. Das finde ich auch cool. Wir können auch Schule schwänzen, aber ich versuche so oft wie möglich hinzugehen. Weil es einen auch was bringt, also so ist es nicht. Und mal sehen, was wir als erstes Unterrichtsfach haben. Oh, wir müssen nach unten. Ich finde es auch cool, wie es präzise gemacht ist, dass man weiß, also in welche Etage man gehen muss. Das haben einige Spiele tatsächlich nicht, so den Fehler. Okay. Chemie. Das ist nicht gerade mein Lieblingsfach, aber ich finde Chemie ganz in Ordnung. Mach dich bereit. Führe die entsprechende Aktion aus, wenn ein Symbol... Okay. Wenn es Chemie nur so einfach gehen würde. Es ist wirklich extrem einfach hier. Ich frage mich, wie es aussieht, wenn man das auf einem PC spielt. Muss man eine Tastatur Knöpfe drücken oder wie ist das? Muss ich mal austesten. X, B.
Ja. Und mal wieder eine 1 in Chemie. Das ändert mich an meine Schulzeiten. Nicht wirklich. Benutze den Chemiekasten in deinem Zimmer, um Feuerwerkskörper herzustellen. Okay, also ihr seht schon, zur Schule gehen bringt was und schwänzen nicht unbedingt, um deine Waffe zu werfen. Also wir können das jetzt werfen. Hey, hör auf ihn zu mobben. Okay, Leute, ich muss was dagegen unternehmen. Nimm das. Ich glaube, der... Oh, oh, das Mädchen, was ist mit der los? Die nimmt wahrscheinlich Drogen und geht zurück als... Oh, nein, 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 geh weg von mir. Also das passiert, wenn ihr erwischt werdet. Wenn es mehr als einer ist, dann... Ja, dann musst ihr um euer Leben laufen. Und ich muss hier... Nein, 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 nein! Okay, jetzt seht ihr, was passiert. Verdammt. You are to obey and respect our staff at all times, Hopkins. This is your only warning. Don't mess up again. This is your only warning. Und das war meine Strafe. Wenn du erwischt wirst, verlierst du einige deiner... Nein! Oh Mann, das wollte ich aber gar nicht. Verdammt. Okay. Wir machen mal noch eine Mission. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Hinterhalt. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. Naja. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Frag mich, wie oft er die Sekretärin schon geknallt hat. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Screw you. Du hast gar nichts gesehen. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Ah! Come here, you little... Yeah, what the fuck? Mann, ich bin der Neue. Bitte ein bisschen netter. Okay, lass Davis nicht entkommen. Wird er auch nicht. Aber vorher, ich will noch ein bisschen eine Runde flirten. Okay, nein. Einfach mal so nebenbei, weil ich Lust habe. Komm her! Nach einer Zeit, so, je länger man das spielt, desto... Irgendwann lernt man die Schule einfach auswendig. Was ich nicht kenne, ist die Außengegend. Also die Schule kenne ich relativ gut mittlerweile, aber... wo ist er hin? Ich glaube hier lang, oder? Verdammt, ich habe gar nicht drauf geachtet. Davis entkommt! Nein! Davis wird niemals entkommen. Papier Davis. Er hat auf mich gewartet. Wie nett von ihm. Komm her! Man ist da einfach, Alter. Gott, ist das schwach. Nicht vergessen, wird kannst du deine Gegner demütigen? Ich will sie gar nicht immer demütigen, das dauert immer voll lange. Und was ist der Sinn? Ich guck mal gleich, ob das was bringt überhaupt. Demütigen. Okay. Ich kann ihn halt ein bisschen blamieren, ne? Also es ist schon ziemlich witzig ab und zu mal. Und, sorry, einmal noch der Eier zum Schluss. Ja. Oh nein, 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 nein. Was war das denn? Hat er versucht, mich zu schubsen oder was? Hey, hör auf damit. Demütigen. Kann ich ihn so grabben? In die Hand nehmen? Ja, kann ich. Cool. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Der Eiertritt. Oh ja, Bitch. Tür öffnen. Oh. Zwei auf einmal. Zwei gegen eins. So unfair. What the fuck, Alter. Der hat echt drauf, muss ich sagen. Nimm alles zurück. Niemand hat so drauf wie ich. Ich würde irgendwie ein bisschen traurig. Guck mal, sein Kumpel da guckt einfach zu. What the fuck? Mann, ist das ein Freund. Ah! 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 Eiertritt! Der Eiertritt! Beam Soda! Oh nein! Er ist da oben! Okay! Komm her! Gib mir das! Oh, verdammt! Okay, ich muss alles auf ihn werfen, damit er so viel Leben verliert wie möglich. Verdammt, ich hätte mein Chemie-Dings da nicht verlieren müssen. Dann hätte ich das jetzt benutzen können, damit stirbt er viel schneller. Gib mir das! Nimm das, Davis! Mann, ist das ein Spasti, Alter. Das ist ein Loser. Wieso versteckt er sich da oben? Der kann nicht mal treffen, Alter. Easy. Du hast die Schleuder erhalten. Yay! Finde ich gut. Abhängig von deiner Aufgabe bekommst oder verlierst du den Respekt der einzelnen Exopen. Yay. Drücke, öffne den Statusbildschirm, um deinen Blick auf die Respektwerte zu werfen. Das habe ich gut vorgelesen. Okay, mal sehen. Fächeraufgaben. Ah, okay. Okay, was haben wir als nächstes? Ich glaube, der nächste Unterricht ist Englisch. Das sehen wir hier. Finde ich cool. Fotografie haben wir sogar. What the fuck? Was müssen wir da machen bei Fotografie? Gibt es sowas auch, ich habe da noch nie Fotografie.
Fotografie, außer in einer AG. Okay, was gibt's hier noch? Nur die Sachen, okay. Okay, wollte sehen. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Ich guck mal, ob ich dahin gehen kann überhaupt. Und wir müssen auf jeden Fall noch in Girlstorm reingehen. Also ich bin mal gespannt, was da... Hey, wieso verfolgen mich alle? Ich glaube, die lieben mich oder sowas. Guck mal, er verfolgt mich. Er ist wahrscheinlich schwul oder sowas. Okay, ich glaube aber, es müsste gehen. Schwänzen. Oh nein, ich bin so böse. Ich will gar nicht schwänzen. Okay, lass uns noch einmal dahin gehen. Hoffentlich komme ich... Okay. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon zur Schule. Ich will nicht schwänzen. Ich habe keinen Bock zu schwänzen irgendwie. Weil es bringt auch was, wenn man in die Klasse geht. Im Gegensatz zum Real Life. Englisch 1. Ah, hello, class. Hello, Kinder. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Vokabeln. Okay, in Englisch war ich eigentlich immer ganz gut. Ich hatte immer eine 2. Oder war es eine 5? Keine Ahnung. Okay, bevor der Unterricht endet. Okay, Ich kann mich noch daran erinnern, aber ich glaube, das einzige Wort, was ich herausfinden konnte, war... Falsch. Verdammt, das war jetzt gerade fail. Falsch. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich es bin. Oh, verdammt, das war nicht geplant. SCH. Nein, what the fuck? Okay, warte mal. Oh, what the... Das ist gar nicht mein Plan gerade. So, und jetzt. Okay, guck mal. Das Ding ist, was mir auffällt, ich habe jetzt das Wort falsch genommen und es ist richtig. Aber falsch ist kein englisches Wort, aber das ist ja der Englischunterricht. Da das Spiel ja quasi eine deutsche Übersetzung ist, bin ich mir nicht sicher, ob da Englisch einfach so dasteht oder ob es jetzt Deutsch ist. Also ich habe keine Ahnung. Aber ich schätze mal, das ist wirklich der Englischunterricht, deswegen gehe ich mal auf englische Wörter. Was gibt es denn noch so? Leaf, Love, Falls ist eigentlich ein Wort. Verdammt. Okay, es gibt 4 Wörter mit 3 Buchstaben nur. Das kann nicht so schwer sein. Was fällt euch ein? Schreibt es mal in die Kommentare, ohne nachzugucken jetzt, ohne zum Schluss zu gucken. Also einfach das Video stoppen. Ich kann auch hier die Wörter hier in andere Reihenfolge setzen, aber das will ich gar nicht. Ich glaube, ich bin zu dumm. Mach. Was zum Teufel? S-A-L. Verdammt. Wieso klappt das nicht? S-C. Verdammt, das war nicht geplant. S-C-H. Verdammt. Oh mein Gott, ich habe erst 8%. Verdammt. Das ist echt wenig, muss ich zugeben. Scheiße, ich habe noch 54 Sekunden. Verdammt, das ist nicht... Das ist merkwürdig, dass es nicht klappt. Das Ding ist, die Buchstaben kann man ja auch nicht zweimal verwenden, nur einmal. Lush vielleicht? Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja Wörter, die ich nicht kenne. What the fuck? What the fuck? Lush? Lash? Das habe ich irgendwie im Englischunterricht nicht aufgepasst. Ja, yeah, ich hab... Oh, ich dachte, es klappt sogar. Mann, ist das ein Englischunterricht? Bester unter Englischunterricht ever. Verdammt. Okay, es ist Verzweiflung, sag ich mal. Nein! Durchgefallen. Aber wieso? Ich bin so schlecht. Mann, irgendwie bin ich traurig. Ich wollte nicht durchfallen. Okay, wir gehen das mal speichern. Also ich find's cool und ich freue mich auf die Fotografie, denn Fotografie kenne ich selber noch nicht. Und ich muss sagen, das war jetzt der beste Englischunterricht, den ich jemals hier hatte. Hey. Mann, ist der blonde ein Schläger. Hey. Alles klar. Im nächsten Part gehen wir dann in Boystorm. Ich will erstmal gucken, wie es bei euch ankommt, Leute. Weil mir ist schon eure Meinung wichtig. Also ich will jetzt nicht, weil dieses Spiel halt länger dauert, nicht so ein langes Let's Play machen. Wenn es euch nicht gefällt, ist ja irgendwie logisch.
Und hat euch der erste Part gefallen, bewertet es mit einem Daumen nach oben. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spiel hält. Ich kann mehr davon machen. Mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Ich find's cool. Also, es liegt an euch. Und wenn es dir gefällt, abonniere auch meinen Kanal, wenn du neu bist, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen und um nie wieder was zu verpassen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.